Der Bruder fragt bezüglich dem Hadith man taraka salat al-asri muta'ammida. Derjenige, der das Asr-Gebet absichtlich unterlässt. Wenn steht absichtlich, was meint man dann mit absichtlich? Jemand, der verschlafen hat? Jemand, der es vergessen hat? Sondern jemand, der genau wusste, jetzt ist die Zeit vom Asr und er hat die Zeit verstreichen lassen. Der ist erstmal absichtlich. Der ist erstmal derjenige, der dieses absichtlich gemacht hat. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weiter? Er sagte, seine Taten werden gelöscht. Seine Taten werden gelöscht. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, was bedeutet, seine Taten werden gelöscht. Sheikh ibn Uthaymeen und Sheikh ibn Baz, rahmatullah alayhima, sagen, er ist Kafir geworden. Raus aus der Religion. Allahu Akbar, bei einem Gebet. Allah. Weil derjenige, der das absichtlich lässt, der ist in Gefahr. Anders ist es, wenn man verschläft oder wenn man vergisst. Und einige der Gelehrten sagten, nein, hier werden nicht alle seine Taten gelöscht, sondern nur die Taten für diesen Tag, an dem er es vergessen hat, und das ist die richtige Ansicht. Okay? Das heißt, die Muslime, die gar nicht beten? Ja, das ist genau das Problem. Das haben wir ja gerade erwähnt. Ich meine, die haben ja dann gar keinen guten Tag. Das haben wir ja erwähnt. Die Sache ist ja, genau das ist das Problem. Wer nicht mal betet, gar nicht betet. Deswegen, die Gelehrten Achil Karim sagen, haben unterschiedliche Ansichten über denjenigen, der nicht betet. Imam Ahmad rahmatullah alayhi sagt, er ist Kafir. Okay? Und manche Gelehrte haben den Ijma' überliefert, dass die Sahaba alle darin übereingestimmt haben, dass er Kafir ist. So. Und die anderen Gelehrten sagen, nein, er ist kein Kafir, er ist ein Fasiq. Aber wenn du liest, was mit ihm gemacht wird, dann sagst du, A'udhu Billah, wer möchte zwischen Fasiq und Kafir sein? Wie auch immer, welche Ansicht auch richtig ist, es geht darum, dass eine Person nicht leichtfertig mit den Gebeten umgehen sollte. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte, derjenige, der nicht betet, hat keinen Anteil am Jenseits. Das sind gewaltige Worte. Und deswegen, wenn du sehen willst, ob jemand tatsächlich ein praktizierender Muslim ist, dann schaust du als allererstes auf seine Gebete. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wenn ich mich nicht irre, ist sie bei An-Nasa'i, er sagte, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Das erste, wonach der Diener yawm al-qiyama befragt wird, ist das Gebet. Fa'in salahat, wenn das Gebet gut war, sind auch alle anderen seine Taten gut. Und wenn das Gebet schlecht war, sind alle anderen Taten von ihm schlecht. Was bedeutet das? Das heißt, das Gebet ist die Waage. Und manche Gelehrte sagen, wenn das Gebet nicht in Ordnung ist, dann wird erst gar nicht auf die anderen Taten geschaut. Deswegen, wie kann man sich wahrhaftig Muslim nennen und man vernachlässigt das Gebet? Man betet es nicht oder fast gar nicht. Das hat mit Islam nichts zu tun. Liebe Geschwister, eigentlich, der Islam hat 5 Säulen. Welche Säulen hat der Islam? Wie ist man eigentlich Muslim? Ha? Was sind die 5 Säulen vom Islam? Gebet, ja, Shahada sowieso, natürlich, sonst ist man kein Muslim. Aber jetzt Shahada, okay, Gebet, Fasten, Zakat, Hajj kommt als letztes. Hast du schon. Gibt es noch eine 6? Das ist eigentlich ein Muslim. Wir müssen den Leuten heute hinterherrennen und ihnen seine Füße küssen, dass er betet. Dass er fastet, dass er seine Zakat entrichtet, dass er zum Haschbild kann. Wir müssen ihm seine Füße küssen. Und eigentlich durch diese Säulen ist er erst Muslim. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Und man hat hier 2 Möglichkeiten. Du kannst auf die Muslime losgehen und jeden ins Gesicht spucken. Und das ist nicht unsere Methodik. Oder du kannst sie zum Guten rufen, wie wir versuchen,
das zu machen, damit sie auch wieder ihre Religion wiederentdecken. Und ihr seht viele Leute, Alhamdulillah, wenn man 2, 3 barmherzige Worte zu ihnen spricht, dann sehen sie ein, dass sie falsch gelebt haben und sie ändern ihren Weg, wie viele das auch hier gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime zu ihrer Religion zurückfinden lassen. Allahumma amin. Ya dhakira al-ashab, kum mutaaddiban. Ya dhakira al-ashab, kum mutaaddiban. Wa'arif azeem manazil al-ashab. Hum safwatun rufi'u bi sohbati ahmada. Wa bidaka qad fussu min al-wahhab.